Servus und herzlich willkommen zu einer neuen, einer frischen Ausgabe der Sportarena, in der wir heute unter anderem folgende Themen und folgende Gäste für Sie haben. Nach seinem 15. Slackline-Weltrekord ist Lukas Irmler aus Freising Gast in der Sportarena. Die Icecracks des EHC Red Bull München lassen beim Drifttraining die Reifen quietschen. Außerdem im Studio FC Bayern-Torhüterin Laura Behnkrath und 1860-Torwart Hendrik Bohnmann. Weitere Gäste sind der deutsche Trialbike-Meister Andreas Strasser und sein Trainer Tobias Lechner sowie von den abstiegsgefährdeten American Footballern der Munich Cowboys Christos Goudinoudis und Leon Nieper. Der neue Weltrekord im längsten Stück auf der Slackline, das jemals gelaufen wurde, der ist nach Bayern gekommen und den hat Lukas Irmler aus Freising geholt. It's time. Let's go. Es ist der Weltrekord, der Lukas Irmler noch fehlt und dem er lange hinterhergelaufen ist. Der Längenrekord. Im ehemaligen Bergbaustädtchen Asbestos in Kanada bietet sich beim Slackline-Festival die Gelegenheit, diese Bestmarke heim nach Bayern zu holen. Über den See in einer alten Mine ist eine 2000 Meter lange Highline in 250 Metern Höhe gespannt. Der 31-jährige Lukas Irmler ist einer von vielen, die sich an den Rekordversuch wagen. Doch als er endlich auf der Slackline steht, spielt der Profi aus Freising seine ganze Erfahrung aus. Ja, Lukas ist on. Vor allem mental ist Lukas in diesem Moment bärenstark und durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Es ist einfach sein Tag, denn was zuvor noch nie jemandem gelang, schafft der Freisinger auch noch in einer unglaublichen Zeit. Nach 58 Minuten sind die 2 Kilometer bewältigt und der Längenrekord auf der Slackline gehört Lukas Irmler. Tags darauf beweist Lukas, dass er auch wild und lustig sein kann und gewinnt beim Publikumsevent auch noch den Freestyle-Contest. Mit nun 15 Weltrekorden hat Lukas Irmler längst Slackline-Geschichte geschrieben. Und der Rekordrekordler ist jetzt zu Gast in der Sportarena. Ich sage herzlich willkommen, Lukas Irmler. Danke, hallo. Nun ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass du hier bist. Einmal hatten wir die Nummer in Russland, wo du mit verbundenen Augen über die Slackline gelaufen bist. Das war schon die wildeste Geschichte, von der ich je gehört habe. Jetzt aber diese 2000-Meter-Geschichte, von der du selber sagst, es war dir der wichtigste Rekord. Warum? Absolut. Also das ist der absolute Längenrekord. Das heißt einfach die längste Slackline, die je durchgelaufen wurde. Und alle anderen Rekorde sind ja, sage ich mal, immer noch, da ist immer was dabei. Bei dem Rekord geht es einfach um das pure Laufen auf einer Slackline, also das, womit jeder eigentlich anfängt auf einer Slackline. Einfach auf die Spitze getrieben, eben die längste Slackline, die man so spannen kann, drüber laufen. Das ist eigentlich das Purste, was man machen kann. Nun war das ja in so einer ehemaligen Bergbaumine, wo jetzt so ein schöner Teich unten drin sich gebildet hat. Da wurde früher Asbest abgebaut. Ganz genau. Davon war nichts mehr zu spüren. Naja, also man sieht da schon noch das Mineral, aus dem Asbest gewonnen wird. Und man findet da auch die Fasern an manchen Stellen in dieser Mine. Also ganz rumkriechen möchte man jetzt nicht in dieser Mine. Aber wir laufen ja zum Glück nur oben drüber, da ist das Ganze nicht so wild. Nun bist du schon über Wasserfälle gelaufen in Afrika, an den Victoria-Wasserfällen. Du bist über einen Vulkankegel drüber gespaziert. Alles, was sicherlich unangenehmer ist, noch so vom ganzen Geruch her. Was ist jetzt aber schwieriger an der Geschichte gewesen? Ist es wirklich diese Länge, die so viel ausmacht? Ja, also bei der Leine geht es ganz klar um die Länge und bei einer Slackline ist es einfach so, die wird nirgends abgespannt. Das heißt, die hängt frei von Ankerpunkt zu Ankerpunkt und je länger das Ganze wird, je mehr hängt das Ganze auch durch. Also man spaziert hier fast 150 Meter nach unten, um dann wieder 150 Meter aufzusteigen, um das Ende von der Leine zu erreichen. Das macht es natürlich schwierig und die Strecke allein sozusagen zu bewältigen, ist natürlich eine große Herausforderung. Und man ist einfach sehr viel auch den äußeren Wetterungsverhältnissen ausgesetzt. Also der Wind zum Beispiel, der natürlich auch in so einer Mine sich immer wieder ändert, der bewegt die Leine halt sehr, sehr weit. Und das ist durchaus ziemlich schwierig, dann die Balance dabei zu halten. Wie läuft sich denn darauf? Du läufst ja nicht barfuß, du hast Socken an, aber keine Schuhe. Ja, das sind so Barfußsocken, so Barfußschuhe. Im Prinzip sind Socken mit einer Gummierung unten drunter. Das ist einfach für mich das nächste Gefühl am wirklichen Barfußlaufen. Aber wenn man tatsächlich so lange, so viele Schritte auf so einer Leine geht, die ja durchaus auch ein bisschen scharfkantig ist, da ist es inzwischen einfach angenehmer, wenn man eben so einen gewissen Schutz hat, weil sonst läuft man sich tatsächlich so ein bisschen die Füße rund. Hast du mittlerweile in den Füßen unten so eine Rille schon drin von der Slackline, so viel wie du in den vergangenen Jahren auf dem Ding gestanden hast? Das könnte man durchaus meinen. Also eine Rille, glaube ich, habe ich nicht, aber man sieht im Sommer,
Sommer schon durchaus, wo ich die Slackline an meinem Fuß positioniere, anhand, wo meine Hornhaut sich so bildet und wo sie abgeschiffert wird. Also man kann das schon erkennen, wenn man genau nachschaut. Du könntest ja ganz geschickt mal so mit dem Fuß so ein bisschen links, rechts und dann wäre das ja erledigt, so Fußpediküre. Ja, es ist tatsächlich beim Slackline schon immer wichtig, dass der Fuß genau an der richtigen Stelle ist. Man hat dann natürlich schon eine Vorzugsposition und gerade wenn man so schnell die Schritte macht, wie auf so einer langen Line, wenn man das in einer Stunde schaffen will, da hat man nicht viel Zeit, um den Fuß nochmal neu zu positionieren, sondern der muss wirklich immer sofort perfekt sitzen. Du hattest schon mal, glaube ich, einen Anlauf unternommen, nach Kanada zu fahren. Die haben das ja schon mal durchgeführt, dieses Slackline-Festival mit auch dieser langen Slackline. Diesmal war, glaube ich, die größte Schwierigkeit zu warten, um überhaupt dran zu kommen. Weil da wie viele Schlange stehen, die dann mal irgendwann da einen Versuch starten? Ja, also so eine Leine baut sich nicht von alleine auf. Das heißt, man braucht ein recht großes Team dazu, um die aufzubauen. Es waren über 30 Leute in dem Fall. Und die machen das natürlich auch nicht nur aus Spaß und der Freude, sondern auch, weil alle natürlich irgendwie eine Chance haben wollen, diese Leine mal zu probieren. Und im Slackline ist es halt einfach ganz regulär so, dass man im Prinzip da jetzt auch nicht eine große Vorzugsbehandlung bekommt, wenn man sozusagen vielleicht der eine ist, der am ersten noch eine Chance hat, sondern es wird einfach schlichtweg ausgelost, wann du drankommst. Und bei mir war es einfach so, ich hatte ein bisschen Losglück und war halt wirklich fast der Vorletzte, der dann dran war. Und habe dann über 3 Tage im Prinzip da den anderen zuschauen können, wie sie da ihre Versuche gemacht haben. Und habe eigentlich einfach nur meine Daumen gedrückt, dass das Wetter tatsächlich hält und ich wirklich noch eine Chance bekomme. Ja, was heißt los Glück? Wenn einer vor dir das Ding gemeistert hätte, wäre der Rekord weg gewesen? Ja, nicht unbedingt. Also beim Slackline ist es ganz üblich, dass Rekorde auch geteilt werden. Das heißt, es gibt eigentlich fast immer so, dass mehrere Leute die Leinen laufen. Dieses Mal war es eigentlich sehr erstaunlich, dass nur ein Mädchen, also Mia Noblet aus Frankreich, die Leine auch geschafft hat. Und ansonsten tatsächlich keiner. Aber im Üblichen ist es schon so, dass beim Slackline es oft auch mal mehr Rekordhalter gibt als einen. Gehen dir irgendwann mal die Nerven blank, wenn du da 3 Tage sitzt und guckst, aber du darfst selber nicht ran? Absolut. Also ich war tatsächlich sicherlich, als ich auf die Leine gegangen bin, fertiger, als ich dann wirklich drauf war. Also sobald es dann mal losging, sobald ich mal wirklich drauf war, meinen Versuch hatte, da konnte ich mich dann schon auf mich selbst konzentrieren und war auch echt sehr zuversichtlich in dem Fall, weil die Bedingungen einfach grandios gut waren. Ich war tatsächlich einfach top vorbereitet und ich war einfach wirklich diesmal sehr sicher, dass das klappen wird und habe es eigentlich wirklich mit einem Grinsen im Gesicht die komplette Stunde durchgezogen und war mir einfach sehr sicher, dass das gut gehen wird. Wann kommt denn da so das Grinsen dann auf? Also ab wann wusstest du, das klappt? Also wissen, dass es klappt, das tut man tatsächlich erst auf den letzten 20, 30 Metern. Aber ich habe mir dieses Mal wirklich tatsächlich so in den Kopf gesetzt, ich werde einfach von Anfang an bis Ende einfach ein Lächeln auf dem Gesicht tragen, weil es eine wahnsinnig geniale Chance ist, so eine Leine überhaupt zu probieren, so eine Umgebung, so eine Leine mal sozusagen zu erfahren. Und ich habe mir gedacht, egal was passiert, das ist eine coole Erfahrung. Und ich fange jetzt einfach mal damit an, womit ich aufhören will und fange einfach an zu lächeln. Wäre es möglich, eine noch längere Leine zu spannen irgendwo? Es ist definitiv möglich, längere Lines noch zu spannen. Wir haben ja schon letztes Jahr in Norwegen eine 2,8 Kilometer Leine aufgebaut und auch überquert, aber eben nicht sturzfrei. Also wir hatten nur einen Versuch jeder und dabei sind wir quasi alle einmal gefallen mindestens. Wir hatten auch sehr, sehr schlechtes Wetter dort. Und in der Hinsicht ist definitiv machbar, noch längere Lines zu spannen. Wahrscheinlich auch erheblich längere Lines, weil wenn man 2 Kilometer in einer Stunde laufen kann, könnte man theoretisch ja auch 6 Kilometer in 3 Stunden laufen. Und 3 Stunden wäre durchaus immer noch eine realistische Zeit, in der man so eine Line laufen kann. Höre ich raus, du meldest dich gerade für einen weiteren Besuch hier an. Ja, wir werden sehen. Ich komme sicherlich wieder. Ich weiß nicht, ob mit der längsten Leine der Welt oder mit vielleicht einer anderen kreativen Geschichte. Aber ich habe noch viel vor auf jeden Fall. Was denn zum Beispiel? Naja, das Nächste, was auf dem Plan steht, unter anderem, ist zum Beispiel auch den Höhenweltrekord nochmal anzugehen, also den Vulkan, den du vorher angesprochen hast, das 5700 Meter hohe Objekt. Wir wollen über 6000 Meter was machen, sind immer noch ein bisschen auf der Suche nach der richtigen Leine dafür. Aber es gibt auch ein paar andere Projekte, die zum Beispiel gerade in München auch momentan am Entstehen sind. Also unser Verein, unser Slackline-Verein in München, da suchen wir jetzt gerade für den Winter einfach eine Halle, in der wir trainieren können, sodass dann auch so ein bisschen die Community ein bisschen enger zusammenwachsen kann. Und auch da engagiere ich mich einfach und schaue, dass was weitergeht. Das wäre ohnehin ein gutes Projekt, weil gerade diese Sportarten, egal ob Slackline, Skater und so, die suchen alle eine Halle. Vielleicht könnt ihr euch alle zusammentun. Da machen wir auf jeden Fall dann einen großen Bericht zum Start in die Halle. Sehr gern. Lukas, danke dir, dass du da warst. Und ich habe so das Gefühl, in diesem Jahr, es kommt noch die Nummer 3. Also ich plane nicht mal noch für das letzte Quartal dann nochmal ein. Na, lass uns mal hoffen. Mach's gut. Ciao. Beim ERC Red Bull München, da läuft seit einer Woche das Training der kompletten Mannschaft auf dem Eis. Und das war gleich mal Anlass, die ganze Truppe zu verfrachten und mal was ganz Sportart anderes zu machen. Das Sportgerät ist ungewohnt, der Untergrund auch und die Gaudi riesengroß. Die Mannschaft des EHC Red Bull München erfüllt sich mit dem Drift-Training den Traum kleiner Jungs. Dafür ist das Team des dreifachen deutschen Meisters extra zu einer Kultstätte des Motorsports gefahren.
zum Hockenheimring. Das ist einmalig und man lernt die Grenzen vom Auto kennen und macht bisher sehr viel Spaß, ja. Doch vor dem Druck aufs Gaspedal kommt die Theorie. Profifahrtrainer weisen die Eishockeystars in die Kunst des gepflegten Driftens ein. Schließlich gilt es, das Auto nicht quer zu stellen, sondern kontrolliert zu drehen und zu gleiten. Die Autos sind top, richtig sportlich. Merkt man schon, dass die Power haben, mit denen kann man schon gut sliden. Dann geht es endlich rund und rasch zeigt sich, wer auf 4 Rädern zu den Favoriten auf den Tagessieg gehört. Neuzugang Derrick Roy hat nicht nur 787 NHL-Spiele auf dem Konto, sondern auch ein gutes Gefühl fürs Auto. Ich bin oft mit dem Auto meiner Mama im verschneiten Kanada gedriftet. Das hat mir heute geholfen. In 2 Kategorien werden dann die Sieger gekürt. Zum einen geht es in Schlangenlinien durch einen Parcours mit anschließender 180-Grad-Driftkurve. Klarer Gewinner hierbei ist Mats Christensen. Zum anderen wird der beste Drifter des EHC Red Bull gesucht. Bestnoten bekommt Yasin Elitz. Ja, ich habe schon 3-4 Runden gebraucht, bis man so das Spiel mit dem Gas raus hat, mit dem Lenkrad. Aber dann irgendwann merkt man schon, wie man so ein bisschen slidet und dann macht es richtig Spaß. Die ersten Titel der Saison sind also schon vergeben. Beim Fußball heißt es immer so ganz salopp gesagt, Torwart und Linksaußen, die haben so einen besonderen Schlag. Wir haben gleich 2 Torhüter bei uns zu Gast, wollen aber beide kurz mal vorstellen. Der Platz des Torwarts ist ganz am Ende des Spielfelds zwischen einem Rohrgestänge und einem Netz. Genau hier steht Hendrik Bonnmann seit der Spielzeit 2017-2018 beim TSV 1860 München. In dieser Saison ist er die Nummer 1 im Löwentor. In der dritten Liga und im Toto-Pokal hat er bisher 5 Pflichtspiele bestritten. 8 Gegentreffer hat er reinbekommen, einmal konnte er zu 0 spielen. Tabellenplatz 15 bedeutet schon in dieser frühen Phase der Saison gegen den Abstiegsstrudel zu kämpfen. Laura Anna Benkrath kam zur Saison 2018-2019 zum FC Bayern. Durch einen vor ihrem Wechsel zugezogenen Kreuzbandriss gab sie erst im April 2019 ihr Debüt für die Münchnerinnen. In der Saisonvorbereitung gewann sie mit dem FC Bayern den Emirates Cup. Ziel beim Vizemeister ist der Titel. Torhüter sehen das Spiel immer aus derselben Perspektive. Und wenn das Geschehen auf sie zukommt, dann dürfen sie sich keine Fehler erlauben. Und zu Gast heute in der Sportarena vom FC Bayern München Laura Benkrath und vom TSV 1860 Hendrik Bonnmann. Servus. Servus, vielen Dank. Trifft denn diese alte Fußballweisheit auf euch zu? Torwart und Linksaußen haben irgendwie einen Schlag der besonderen Art, Laura, wie ist es bei dir? Ja, ich glaube, wenn man sich freiwillig in Bälle reinschmeißt, dann muss man vielleicht ein bisschen Schlag haben. Von dem her kann es durchaus sein, dass es zutrifft, ja. Wann kam es bei dir so auf? Weil in der Regel als Kind, wenn man irgendwie bolzt hinten auf dem Platz, egal wo, alle wollen ja Tore schießen. Also irgendwie die Torwartposition ist immer die unbeliebteste. Ja, so habe ich auch angefangen, tatsächlich im Sturm. Und dann war es mal so, bei einem Hallenturnier, da war ich körperlich die Größte. Ich habe bei Jungs gespielt, da hat der Trainer gesagt, so Laura, du gehst jetzt heute mal ins Tor. Ja, und dann hat es ganz gut geklappt. Du gehst heute in den Sturm? Genau. Ah, ja, schön. Ja, man hört ein bisschen, dass ich auf Freiburg bin vielleicht. Und ja, dann ist dabei geblieben im Endeffekt, ja. Bist du glücklich mittlerweile mit der Position? Ja, denke schon, gell? Spaß, ja. Hendrik, wie war es bei dir? Mein Großvater hat mich mit 4 Jahren vor das Garagentor gestellt und draufgeschossen. Und daher kam, glaube ich, so die Bindung zum Torwartspiel. Gleichzeitig hat er mich noch mit nach Dortmund genommen. Und ja, das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann bin ich auch direkt ins Tor gegangen, als ich bei meinem Heimatverein angefangen habe mit 7 Jahren. Und ja, auf die Frage zurückzukommen, am Anfang definitiv zu 100% haben wir heute einen an der Klatsche, zumindest ich. Gott sei Dank sagst du das, wow, bin so erleichtert. Zumindest auf dem Platz, nein, auf dem Platz sind wir halt verrückt, wie Sascha Müller schon immer sagt, wie kannst du dich da in die Bälle reinschmeißen, bist du bescheuert. Und ja, es ist, man kann es schwer beschreiben, aber auf dem Platz muss man das auch so ein bisschen haben und das so leben und das macht uns, glaube ich, auch aus. Es ist der besondere Kitzel bei diesem Torwart-Dasein, dass ja natürlich die einzelne Situation entscheidet ja oftmals schon über Spiel. Und ihr könnt ja zum totalen Helden werden, ihr könnt aber auch wirklich der Buhmann oder in dem Fall dann sozusagen die Verliererin des Tages sein. Ist das dann was besonders antreibt oder besonders einen ärgert? Ja, das macht sicherlich spannend, die Situation, dass man halt der Depp sein kann oder auch der Held. Wenn man der Depp ist, natürlich nicht so schön. Wie du gesagt hast, ich meine, ein Fehler und der Ball ist halt drin. Hinter uns ist halt leider niemand mehr, der uns dann noch retten kann. Dafür können wir umso mehr unsere anderen Spieler manchmal retten und das macht dann Spaß, ja. Ihr habt ja schon in dieser Saison, muss man sagen, oder in der Vorsaison
ja schon einen Pokal gewonnen. Ihr habt den Emirates Cup gewonnen. Damit seid ihr ja schon besser als die Männer. Die haben es in mehreren Anläufen, ich will nicht auf den Supercup oder sowas jetzt kommen, aber die haben es noch nicht gepackt. Könnt ihr ein bisschen mehr lächeln, wenn ihr momentan am Trainingsgelände seid? Ja, gut, der Emirates Cup, ich meine, das war ein Spiel. Das haben wir gewonnen gegen Arsenal. Der Supercup war auch nur ein Spiel. Ja, stimmt. Ja, klar, wir freuen uns, dass wir den Titel mitnehmen konnten und gehen positiv in die Saison. Ist natürlich immer schön, wenn man eine gute Vorbereitung hat. Das gibt natürlich auch Mut für die Saison einfach. Und ja, sind wir gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Mit einem neuen Trainer, der aus Freiburg kam. Ja. Und ja, ganz klar gesagt hat, also nur mitspielen oder so, vorn dabei sein, reicht ihm nicht. Also der hängt ganz klar das Ziel raus, Titel. Da gehe ich mit, ja. Ich kenne den Jens ja jetzt auch schon länger aus Freiburg. 3 Jahre hatte ich ihn da. Von daher ist es für mich jetzt kein Neuer. Er wird uns sicher weiterbringen. Man hat es jetzt auch schon in der Vorbereitung gesehen. Wir können richtig guten Fußball spielen. Und ja, jede Spielerin spielt Fußball, um die Spiele zu gewinnen. Und klar wollen wir Titel holen bei Bayern. Dafür spielen wir alle bei Bayern und hoffen, dass es die Saison dann auch klappt. Am 17.8. geht's los in Freiburg. Das ist mal ein Auswärtsspiel. Fährst du mit einem schweren Herzen hin, weil du die alte Heimat... Nee, absolut nicht. Also ich freue mich voll, wieder in Freiburg zu spielen. Das ist ja quasi ein Heimspiel für mich. Es werden viele Freunde da sein, auch Familie. Und deswegen wird es was ganz Besonderes für mich. Aber wem drücken jetzt die Daumen? Ja, mir natürlich. Okay, dann ist das ja gut verteilt, ganz gerecht gemacht. Bei euch war jetzt gerade ein bisschen Pause. Geht weiter dann demnächst gegen Meppen. Und ihr seid ein bisschen in Lieferpflicht. Ja, definitiv, wie beim letzten Heimspiel schon auch. Sollten wir es gewinnen, wollen wir auch gewinnen. Auch mal, um das klar so zu sagen. Nichtsdestotrotz wird es schwer, insgesamt wird die Saison schwer, aber ja, das macht es auch so spannend und auch so reizvoll. Danach haben wir 2 Auswärtsspiele und bei denen tun wir uns im Moment noch ein bisschen schwerer. Deswegen wäre es schon gut, wenn wir 3 Punkte holen und dafür haben wir heute angefangen mit dem Training. Und, bei strömenden Regen. Daniel Birovka kennt da keine Gnade? Er kennt keine Gnade, also letztens musste schon echt häufig blitzen, dass wir dann mal reingegangen sind. Nee, bei strömendem Regen, wobei ich es als Torwart sowieso ein bisschen angenehmer finde, beim nassen Platz zu spielen oder zu trainieren. Und ja, waren 1:45 draußen und wir haben ein klares Ziel am Samstag und dafür geben wir jetzt gerade Gas. Jetzt springen wir ganz schnell nochmal rüber zu Laura, denn du hast uns was mitgebracht, vielen Dank dafür. Und ich werde es ganz, ganz dekorativ nach oben halten, denn wir verlosen Karten. Und wir verlosen nicht eine, nicht zwei, nein, 3, 4 Karten. Genauer gesagt 2x2 Karten und nicht für Einzelspiele, sondern Saisonkarten. Für alle Spiele der FC Bayern Frauen 2x2 Karten. Läuft über unsere Homepage www.münchen.tv. Einfach draufgehen, dann sehen Sie, wie das Ganze läuft. Und dann können Sie dabei sein, können Laura und alle Mitspielerinnen in Aktion erleben. Nach wie vor ja noch im Grünwalder Stadion bzw. dann am FC Bayern Campus. Wie gestaltet sich das Ganze gerade? Ist ja demnächst so ein Wechsel angedacht. Genau, also unser erstes Heimspiel wird im Campus sein, das ist nächsten Freitag gegen Frankfurt. Und dann wird man sehen, wie die einzelnen Spiele sind. Die sind, glaube ich, auch schon terminiert, welche im Grünwalder sind und welche im Campus. Das kann man dann der Homepage entnehmen. Das habe ich jetzt leider nicht alles im Kopf. Aber ja, genau, es wird noch abwechselnd Spiele geben. Ja. Wo spielst du denn lieber? In so einem wirklich alten, gestandenen, bewährten Stadion oder in dem neuen kleinen Schmuckkästchen, was da ist? Ja, schon lieber im Schmuckkästchen. Also der Campus, das Stadion, super schön, gerade für den Frauenfußball. Wir haben uns vorher schon draußen ein bisschen unterhalten, im Grünwalder, wenn da halt dann bei uns 1000 Zuschauer zum Beispiel kommen oder ein bisschen weniger, dann sieht es halt natürlich im Grünwalder immer noch weniger aus wie jetzt im Campus. Da ist schon die Stimmung ein bisschen besser, weil es halt auch ein geschlossenes Stadion ist. Und ich denke, für den Frauenfußball einfach die beste Größe auch. Wie gefällt es dir mittlerweile so im Grünwalder Stadion? Ist ja deine erste richtige Saison jetzt als Stammtorhüter. Na gut, du kommst aus Essen und wenn man aus Essen kommt, ist überall schön. Aber jetzt so in München im Grünwalder Stadion hat ja nur viel, viel Zeitgeschichte. Nein, Essen ist auch sehr schön und wir haben ein sehr neues Stadion da beim RWE, also damit muss ich mal aufräumen. Das ist der alte Blöde. Das sind eine der grünsten Städte Europas, glaube ich, sogar Essen. Also da, nein. Um darauf zurückzukommen, für uns ist es sehr gut im Grünwalder Stadion. Wir haben, wie gesagt, vorhin uns ein bisschen drüber unterhalten. Die Fans können sich damit identifizieren. Das Drumherum ist für die Fans toll mit den ganzen Kneipen, dass sie mit der Bahn da hinfahren, ganz schnell da sind. Diese Stimmung und das Leben drumherum in Giesing spüren wir halt auch, weil wir natürlich auch da trainieren. Das Stadion ist jedes Mal voll. Das ist halt. Ist das für dich ein bisschen einfacher, dass du sagst, in Essen hast du ja auch schon erlebt, dass die Fans so dicht dran sind, so nah dran sind. Du hast es in Dortmund ja auch miterlebt. Ich glaube, es macht es nicht nur einfacher. Ich glaube, dass ich speziell es sogar brauche. Also es war echt, seit ich so ein bisschen im Herrenbereich bin, dass es so war, dass umso mehr Druck da war, umso größer
ja, das Spiel war und umso mehr Fans da waren, ich umso besser auch gespielt habe. Ich glaube, ich komme dann auch besser in den Tunnel. Ich mag das, ich mag den Druck, auch abliefern zu müssen. Das habe ich hier halt auch jedes Mal mit unserem Konkurrenzkampf. Vor allem, wenn der Trainer mich aufstellt, dann muss ich abliefern. Und deswegen taugt es mir persönlich total und mir gefällt es sehr, sehr gut bei 60 eben immer in dieses ausverkaufte Stadion zu kommen. Natürlich auch anspruchsvolle Fans zu haben, das ist bei uns bei 60 auch so. Aber dafür ist eben umso jeder Sieg umso schöner. Und jede Niederlage umso schmerzhafter. Jetzt hast du ja gerade, hat auch deine persönliche Bilanz ein bisschen verhagelt, 0-4 mit einstecken müssen, wie die ganze Mannschaft. Aber 4 Gegentore, ist es noch schlimmer zu verlieren oder auch noch hoch zu verlieren? Auch noch hoch zu verlieren ist für ein Torwart irgendwo schon auch noch mal schlimmer. Letzten Endes bleibt es gleich, aber ich sag mal, jedes Gegentor ist so eine persönliche Beleidigung. Und deswegen ja, tut es weh, auch wenn man da vielleicht gar nicht so die größten Aktien dran hat und nicht viel machen kann. Aber ja, dadurch wird der Druck eben auch bei Heimspielen noch größer, aber auswärts werden wir auch oft von mindestens 1000 Leuten begleitet. Also ja, wir wollen da immer was zurückgeben, aber haben auch zu dem Fanlager ganz gute Gespräche gehabt als Mannschaft, wo wir eben gesagt haben, wir gehen zusammen in die Saison. Es gibt keine Pfiffe oder nicht großartig Pfiffe, zumindest von diesem harten Kern. Wir werden es mal abwarten, wie es dann gegen Meppen weiterläuft. Auf jeden Fall Daumen drücken, dass dann sozusagen die Bilanz in der Richtung sich nicht gravierend verändert, sondern genau in die andere Richtung geht. Viel Erfolg und auch euch einen super Saisonstart und eine starke Saison. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Dankeschön. Deutschlands bester Trial-Bike-Fahrer, der kommt aus Bayern und hat sich gerade erst vor kurzem bei der Deutschen Meisterschaft seinen zweiten Titel in Folge gesichert. Mit dem Fahrrad scheinbar mühelos auf und über 1,30 Meter hohe Hindernisse springen, auf schmalen Balken balancieren und das Ganze ohne dabei die Füße aufzusetzen. Beim Fahrradtrial kommt es darauf an, einen mit riesigen Hindernissen gespickten Parcours mit möglichst wenig Fehlern zu meistern. In Deutschland ist Andreas Strasser darin der Beste. Der Dachauer holt sich bei der Deutschen Meisterschaft seinen zweiten Titel in Folge und das trotz gebrochener Hand. Im Finale fährt der 22-Jährige mit einer Spezialschiene am Unterarm. Mit seinen Erfolgen will er auf seinen Sport aufmerksam machen und mehr Kinder und Jugendliche dafür begeistern. Grundlage für die perfekte Beherrschung des Bikes ist jahrelanges intensives Training. Und das ist das neue Meistertrikot und der Mann, der es tragen darf, dem es gehört, dem es zusteht, der ist heute zu Gast im Studio. Ich sage herzlich willkommen, Andreas Strasser. Und an deiner Seite der Mann, der dich fördert und unterstützt, Tobias Lechner. Servus. Hi, danke für die Einladung. Dieses Hemd, dieses Meisterhemd, ist ja ein Einzelstück. Ja, hatte bisher einen einzigen Verwendungszweck. Das war welcher? Nur für die Siegerehrung eigentlich. Also für die Shampoos-Dusche und danach ging es direkt in den Schrank. Ist aber nicht irgendwie ist, unangenehm. Also Champagner, glaube ich, kann eh nicht schlecht riechen. Hat aber besonders gut geschmeckt nach dem zweiten Titel in Folge. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte selber so gar nicht erwartet, muss ich sagen. Gerade nach der langen Verletzungspause auch. War ich mir nicht ganz sicher, wie ich das angehen soll oder so und habe einfach versucht, nur meine ein bisschen Spaß zu haben, meine Leistung einfach abzurufen. Und im Endeffekt kam dann das dabei raus und ich habe erst mal ein paar Tage gebraucht, bis ich wirklich das realisiert habe. Mit kaputtem Handgelenk, ich glaube, die linke Hand war es, du hattest so eine Manschette dran gefahren. Ja. Bist du jetzt die härteste Sau in dem Sport oder der vielleicht der Bekloppteste, der dann wirklich noch antritt unter so Bedingungen? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich habe davor auch, also ich habe mir beim Downhill-Fahren tatsächlich einen Handwurzelknochen gebrochen. Man muss aber dazu sagen, dass es nicht so dramatisch ist. Wenn man jetzt einen Lenker halten muss oder so, dann merkt man es halt, aber sonst ist es nicht so schlimm. Habe dann aber trotzdem 6 Wochen Pause gemacht und habe 4-5 Tage vor dem Wettkampf angefangen mit Training wieder. Und das war aber auch mein Vorteil, weil ich dadurch keinen Druck hatte. Und genau. Das heißt, du bist aus der kalten Hose raus angetreten? Ja, kann man so sagen. Also viele haben mir geraten, dass ich nicht starte, einfach weil es zu gefährlich ist, weil es keinen Sinn macht so, aber ich wollte es halt unbedingt einfach probieren, einfach dabei sein. Gerade weil das erste Mal war, dass halt Trial auch im Fernsehen übertragen wurde, live, beziehungsweise im Livestream. Und deswegen wollte ich unbedingt dabei sein und einfach nur ein bisschen Spaß haben und genau. Wie viele haben denn so zugeschaut von den Verwandten, von den Fans, Mama, Papa etc.? Weil du hast ja nun wirklich die zweite Medaille hier in Folge eingeheimst. Und ja, wird ja vielleicht nicht das Ende der Fahnenstange sein hier.
ja, schauen wir einfach mal, was noch so kommt. Also mich haben halt extrem viele Nachrichten erreicht von Freunden und Bekannten, was mich echt extrem gefreut hat. Also hätte ich nie so erwartet, muss ich sagen. Und deswegen einfach nochmal danke an die ganzen Leute, die mich da unterstützen und sich mit mir gefreut haben, weil das ist eigentlich das, was es ausmacht dann, wenn man das alles teilen kann, so mit Leuten. Und, ja. Tobias, wie war es im Vorfeld? Warst du einer, der ihm zugeraten hat, anzutreten, oder er gesagt hat, komm, lass es, riskier nichts? Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er das packen kann. Also ich habe ihn ja echt das immer verfolgt. Das Antreten oder auch das Gewinnen, also warst du schon beides, so der beides? Absolut beides, ja. Also gerade deswegen ist ja oft so, dass wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass gerade dann erstmal alle Kräfte so rauskommen. Und er hat ja wirklich, muss man sagen, 6 Wochen davor quasi gar nicht trainiert, so grob. Ja. Und 5 Tage vorher hat er es mal versucht, stand er mal so auf dem Rad, hat sich die Manschette komplett abgemacht. Ich habe schon gesagt, ey, was machst du da? Ja, lass doch erstmal ausheilen, so grob. Aber er hat es halt ein paar Mal anprobiert und ich habe ihn dann natürlich beim Training zugeschaut. Und da war ich mir dann schon relativ sicher, dass das was wird. Auch wenn es ihn da noch mal richtig geschmissen hat im Training, muss man auch dazu sagen. Da dachte ich, jetzt ist endgültig vorbei, nämlich genau noch mal auf die gleiche Hand. Und dann dachte ich jetzt, das war's jetzt. Aber Wahnsinn, also wie er das dann gepackt hat und so. Also es kommt beides zusammen. Er ist ein harter Hund, aber er hat auch wirklich irgendwo einen besonderen Schlag. Ich glaube, das muss man so sagen, ja. Ich glaube, jeder andere hätte gesagt, du, ich trete einfach nicht an. Und wie er schon gesagt hat, viele haben ihm auch davon abgeraten. Aber ja, wer einen Andi kennt, der weiß, dass der einfach Biss hat. Ja, der will da einfach durch. Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er es auch durch. Es ist natürlich auch so, dass er ja amtierender deutscher Meister war. Und dann will man natürlich auch, hat man so ein bisschen natürlich den Ansporn, da seinen Titel zu verteidigen. Und das ist natürlich, muss man auch sagen, das Umfeld von der deutschen Meisterschaft, die jetzt 2019, also letztes Wochenende war. In Berlin? In Berlin. Im Rahmen dieser Finals. Das war unglaublich. Also 10 Disziplinen, 10 Finals. Das war fast schon olympiareif, muss man dazu sagen. Also das war mega geil und sowas gab es, glaube ich, im Trailbereich jetzt noch nicht oder noch nie in der Größe. Ja, es gibt natürlich schon Weltmeisterschaften, Europacups, die relativ groß sind, aber deutsche Meisterschaften in Deutschland, die halt wirklich so eine Masse ansprechen, das ist ultra selten und deswegen muss man auch an die Veranstalter sagen, wahnsinnig super gemacht und man kann nur hoffen, dass das nächstes Jahr einfach genau so wieder stattfindet und er wieder seinen Titel so verteidigen kann. Das war sicherlich auch mal eine würdige Plattform auch für solche Sportarten, ja, die dann mal wirklich ins Rampenlicht zu rücken. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt wird es wirklich mal so sein, du lässt auskurieren die Hand oder steht das nächste schon an? Gibt es, weil es wurde gerade angesprochen, natürlich ja dann auch noch drüber gehen über die deutsche Meisterschaft, Kämpfe international EM, WM. Ja genau, es kommt jetzt schon noch einiges. Ich habe jetzt die letzte Woche komplett Pause gemacht und habe jetzt heute wieder angefangen mit dem Training. Werde dann Ende der Woche wieder aufs Rad steigen und habe dann nächstes Wochenende in Val di Sole in World Cup in Italien. Dann nochmal Anfang Oktober 2 World Cups bzw. Europameisterschaft noch dazu in Italien. Und dann geht es Anfang November wieder nach China auf die Weltmeisterschaft. Und genau, das sind so die nächsten Steps eigentlich und die nächsten Ziele, die ich habe. Und da bin ich gerade so in der Vorbereitung. Mit welchen Möglichkeiten, was rechnest du dir aus? Grundsätzlich im World Cup wäre das Ziel eigentlich ins Finale zu fahren, auf jeden Fall, also Top 6. Genauso auf der EM und auf der WM genau das Gleiche. Bei der WM darf ich noch im Team starten. Und da wäre eigentlich der Titel so das Ziel, also zusammen mit meinen Kollegen aus der Nationalmannschaft, dass wir einen Titel holen, weil letztes Jahr waren wir Zweiter und es war relativ knapp und ich glaube, dieses Jahr könnte es möglich werden. Na, dann kann der Medaillensetzer demnächst noch hier Zuwachs bekommen. Macht man die Strategie weiter? Erstmal ein bisschen Pause und kurz vorm Wettkampf eigentlich erst wieder anfangen. Hat bei der deutschen Meisterschaft gut geklappt? Wir haben schon gesagt, wir haben Downhill-Fahren 2020 haben wir schon gebucht. 8 Wochen vor der DM und dann. Die Verletzung braucht es nicht vorher wieder. Also nur Pause und dann hinfahren und gewinnen. Ja, würde schon reichen. Wenn es hilft. Andreas, danke, dass du da warst. Tobias, danke, dass du auch da warst. Gerne. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Großen Erfolg hat eine erst 11-Jährige, nämlich Sophia Halbeis. Sie ist bereits 2-fache Weltmeisterin im Kickboxen. Und die junge Dame gibt sich damit aber nicht zufrieden, denn sie arbeitet intensiv daran, auch Kindern, anderen Kindern zu helfen, die zum Beispiel krank sind, mit einer Aktion, die Boxerherz heißt. Ich finde es schön, anderen Kindern zu helfen und die wieder stark zu machen.
Sie ist zweifache Kickbox-Weltmeisterin. Und das mit gerade einmal 11 Jahren. Sophias Erfolge sind aber kein Zufall. Sie lernt und trainiert mit den Besten. Ihr Trainer ist selbst mehrfacher Weltmeister. Sophia ist ja eine unserer Leistungsträgerin. Wir sind natürlich sehr stolz auf sie, dass wir sie haben. Sie setzt das Ganze um, also 1:1, wie man es ihr beibringt. Und das ist schon echt Wahnsinn. Also die ist in Deutschland schon so ein Ausnahmetalent. Im Oktober will Sophia bei der Weltmeisterschaft in Bregenz und nächstes Jahr in Kanada kämpfen. Ihr geht es dabei aber nicht nur um den eigenen Erfolg, sondern hilft damit auch anderen Kindern, denen es nicht so gut geht. Also ich habe einfach mal ein Boxerherz gezeichnet. Das habe ich meinem Papa gezeigt und der fand das cool und hat dann daraus T-Shirts gemacht. Nicht nur T-Shirts, sondern auch Tassen und Zauberwaschlappen können gegen eine freiwillige Spende bei den Boxveranstaltungen erworben werden. Der Erlös geht komplett an gemeinnützige Organisationen. In diesem Jahr sind knapp 1.700 Euro zusammengekommen. Unterstützung bekommt Sophia nicht nur von den Eltern und Hund Eddie. Der Lions Club Ingolstadt hilft ihr bei der Organisation und beim Verkauf. Also ich habe die Sophia auch erst an dem Kampfabend kennengelernt, war aber voll begeistert. Waren auch viele Kämpfer da, die sie dann wirklich unbedingt ein Foto mit erwachen wollten. Und es ist ja eigentlich ein Einzelkämpfersportart. Und wenn man sich Einzelkämpfer denken an sich, aber wenn man dann auch noch an andere denkt und einfach für die gute Sache sich einsetzt, passt dann auch wieder zusammen. Anfang September möchte Sophia wieder ein paar Menschen glücklich machen. Sie hat sich auch schon entschieden, wohin die Spende gehen soll. An St. Vincent geht das hin, weil da auch jemand geholfen wird und das finde ich halt sehr schön. Das Caritas-Zentrum St. Vincent beheimatet, betreut, beschult und fördert über 400 Menschen mit Behinderung, von Säugling bis ins hohe Alter. Sophia Halbeis, eine Weltmeisterin mit einem riesen Boxerherz. Die Situation bei den Munich Cowboys, bei den American Footballern, die ist sehr angespannt. Denn 3 Spieltage vor Ende der regulären Saison, da stehen die Münchner kurz vor einem Abstiegsplatz und müssten vielleicht sogar dann Relegation spielen. Wie es ausschaut, das weiß Manfred Sedelbauer. Die Munich Cowboys stehen in der German Football League mit dem Rücken zur Wand. Nach nur 2 Siegen aus 11 Spielen droht jetzt sogar der Abstieg aus der höchsten deutschen Spielklasse. Das ausgerufene Saisonziel Playoffs, für das mindestens ein 4. Platz nötig gewesen wäre, verpassen die Münchner deutlich. Oft waren es knappe Spiele, am Ende standen die Cowboys ohne Punkte da. 3 Spiele bleiben den verletzungsgebeutelten Cowboys noch, um den drohenden Abstieg zu vermeiden. Zur Verstärkung wurde Andrea Spadoni kurzerhand aus Italien zurückgeholt. Am Sonntag treten die Münchner beim Tabellendritten Marburg Mercenaries an. Die beiden letzten Saisonspiele bestreiten die Cowboys gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, die Ingolstadt Dukes. Die Ingolstädter galten lange Zeit schon als abgestiegen. Durch 3 Siege aus den letzten 4 Spielen dürfen die Dukes aber wieder hoffen und stehen aktuell sogar einen Platz vor den Münchnern. Rechnerisch reicht den Cowboys im Saisonendspurt 1 Sieg gegen die Ingolstädter, um auch nächstes Jahr wieder in der höchsten deutschen Spielklasse, der German Football League, an den Start gehen zu dürfen. Und 2 Recken, die ja noch aktuell ja das Trikot tragen und natürlich hoffentlich gesund und munter sind, sind heute zu Gast bei uns Christos Gudinudis und Leon Nieper. Servus. Hallo. Servus. Hallo. Ja, seid ihr so die letzten schweren großen Jungs, die sowohl in der Offensive wie in der Defensive gegenhalten können? Weil ihr habt ja wirklich Verletzungspech, wie es kaum ausmalbar ist. Ja, also diese Saison ist es schon sehr extrem im Verletzungspech. Die großen schweren Jungs haben immer so ein Problem, dass wir genug da haben am Anfang der Saison. Es gibt nicht genügend kräftige, große Kerle in Bayern? Die kommen nicht zum Football. Also oder das ist schwierig, die zum Football zu bringen. Und dieses Jahr waren wir eigentlich am Anfang der Saison sehr gut aufgestellt. Aber jetzt im Laufe der Saison haben sich wirklich sehr viele verletzt. Und jetzt mussten wir eben auch Andrea Spadoni aus Italien wieder holen, dass wir genug große, kräftige Jungs vorne in der Reihe haben. Der kommt, wir haben ihn gerade in einem Bericht gesehen, und hat ja ein Erscheinungsbild, da würde man eigentlich nicht drauf tippen, dass Italiener ist. So rote Haare, Locken, roter Bart, sieht eher aus wie so ein isländischer Breitachsschwinger. Ist das nochmal so ein Schub, so eine richtige Verstärkung, wo ihr sagt, gerade für diese 3 Spiele, wo es ja noch um alles geht, den brauchen wir wirklich? Definitiv. Dadurch, dass wir
sonst von anderen Positionen jemanden in die Offensive Line stellen müssten, weiß er natürlich das Handwerk von der Position. Und das ist eine wahnsinnige Verstärkung für uns. Und ich meine, wie du schon gesagt hast, ist er schon groß und breit gebaut und der hält schon den einen oder anderen Gegner auf. Das ist der Vorteil bei ihm. Das ist eine beeindruckende Gestalt. Warum ist die Saison außer der Verletzungsmisere so viel aber auch schiefgelaufen? Denn ihr hattet Spiele dabei. Wir wollen jetzt nicht gerade das Spiel, was jetzt zurückliegt mit 0-49, was wir von ihm nehmen. Aber da waren Eddie, die waren knapp. Was fehlte der Mannschaft? War es Erfahrung? Ja, in Erfahrung in gewissen Bereichen natürlich, wenn man solche Spiele nicht gewinnen kann, wie zum Beispiel gegen Stuttgart oder gegen Kirchdorf, wo es am Ende an einem Field Goal scheitert. Da muss man ein bisschen davon Erfahrung sprechen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, in vielen Situationen kam einfach ein bisschen Pech dazu. Uns fehlt das bisschen Glück, das letzte Field Goal einfach reinzumachen und dann als Sieger vom Platz zu gehen und die Punkte mitzunehmen. Und klar, am Ende bei so einer langen Saison rächt sich das natürlich, wenn man die Punkte an solchen Stellen liegen lässt. Wie wirkt sich das aus auf die Stimmung intern in der Mannschaft? Irgendwann Kopf hängen lassen? Nee, also dazu sind wir einfach zu eng in der Mannschaft, das ist mein Gefühl. Wir haben immer wieder schwere Zeiten gehabt in der Saison, auch immer wieder ein paar Niederlagen am Stück, auch letztes Jahr. Und da stehen wir drüber. Der Zusammenhalt im Team ist weiterhin gut. Und die letzten drei Spiele werden wir jetzt zeigen, was wir können, was wir noch in uns haben und hoffentlich damit die Relegation umgehen. Dann könnte man natürlich, wenn man jetzt reinmal so den Saisonverlauf anguckt, sagen, okay, das nächste Spiel gegen Marburg, die sind aktuell Tabellendritter, die werden Playoffs spielen. Mhm. Das wird vielleicht gehen, aber die Tendenz sieht eher so aus, als wenn ihr die vielleicht nicht packen könnt. Das heißt, es läuft auf zwei Entscheidungsspiele gegen Ingolstadt hinaus. Ja, wenn man es so sehen möchte, kann man das so sagen. Ich denke auch, dass wir gegen Marburg eine gute Chance haben zu gewinnen. Einfach weil wir nach unserem Können leider nicht im Moment in der Tabelle stehen. Wir spielen besser, als wir am Ende dastehen. Auch aufgrund den vielen Spielen, die wir nicht mitnehmen konnten, die letzten Punkte. Deshalb würde ich sagen, Marburg ist auf jeden Fall ein Sieg drin. Und natürlich, die zwei Ingolstadt-Spiele sind der Hauptfokus für uns. Wäre die Mannschaft so nervenstark, so ein zwei Endspiele oder dann vielleicht sogar das entscheidende Spiel am letzten Spieltag gegen Ingolstadt dann so durchzustehen? Oder meinst du, da sind vielleicht ein paar, weil sie jünger sind, noch nicht so viel mitgemacht haben, die kriegen da ein bisschen die Flatter? Na, das denke ich nicht, weil wir haben ja, wie gesagt, im Verlauf der Saison schon sehr knappe Spiele gehabt. Und die haben jetzt, sag ich mal, so die erste Nervosität, sag ich mal, vor knappen Spielen, denke ich mal, abgeschüttelt oder was. Da haben wir dann schon die Nervenstärke dann in den letzten Spielen dann definitiv aufzutrumpfen und dann die Siege mit nach Hause zu nehmen. Wie sieht es aktuell aus auf der Spielmacherposition? Das heißt, Quarterback verletzt, angeschlagen, ist wackelig für die Spiele? Ja, Brady hat sich leider verletzt. Da musste eben Jari Kuperski jetzt gegen Frankfurt ran. Es ist jetzt nicht sicher, wie lange raus ist der Spielmacher, der Quarterback. Und ja, wir sind aber trotzdem zuversichtlich. Das ist eigentlich egal, wer da hinten steht. Wir müssen unseren Job machen und die anderen schauen, dass sie ihren Job machen. Und wenn jeder dann auf dem Feld das macht, was er machen muss, dann werden wir vom Platz als Sieger gehen. Wird denn irgendwas umgestellt in der Vorbereitung auf diese zwei, drei Spiele, die ja eben noch sind, die wichtig sind? Der sagt, wir konzentrieren uns, machen vielleicht einfachere Spielzüge, noch einfacher, die wir wirklich als Mannschaft komplexer durchziehen können. Wir sind in der Offense schon von Anfang an relativ basic gewesen. Also wir haben keine komplizierten Spielzüge gehabt. Das ist unser Vorteil. Wir werden natürlich schauen, oder wir müssen jetzt das Laufspiel viel mehr etablieren dadurch, dass wir dann im Jari, wenn er dann wieder als Spielmacher spielt, ein bisschen entlasten und die Defense dann auf den Lauf beißen lassen sollen. Und dann können wir wieder werfen, dann haben wir wieder Platz für den Passspielzug. Und haben wir schon von unseren Kollegen von TV Ingolstadt schon die Anfrage bekommen für diese letzten Spiele? Wir haben gesagt, Mensch, wir müssen im Vorfeld darüber berichten, weil das wird die ganz heiße Kiste. Mhm. Wäre das so ein bisschen auch nach dem Geschmack, dass ihr sagt, okay, vielleicht braucht es einfach auch mal ein Finale? So gesehen für euch ein Abschluss, wo es um alles geht. Klar, anders gewünscht hätten wir uns auf jeden Fall. Das erklärte Saisonziel waren die Playoffs. Das werden wir dieses Jahr nicht schaffen. Aber ich denke, so ein Endspielcharakter hat natürlich die Chance, das Team zu motivieren und einfach nochmal was freizusetzen, was vielleicht bis dahin noch nicht rausgekommen ist. Deshalb klar, in jedem solchen Spiel steckt eine Chance. Und ich denke, wir werden es
werden dann spannende Spieler warten können. Wir müssen mal schauen, weil die Ingolstädter haben gerade einen Lauf, dreimal in Folge gewonnen. Mhm. Sind die momentan einfach so auf der Gewinnerstraße? Man muss es auch ein bisschen einordnen. Es war jetzt zweimal Kirchdorf. Kirchdorf hat im Moment eben nicht den Lauf, den Ingolstadt hat. Sind auch verletzungsgeschwächt. Und da muss man einfach auch sagen, wenn wir die Spiele vielleicht ein bisschen später gehabt hätten gegen Kirchdorf, hätten wir vielleicht auch davon profitieren können, dass jetzt die in eine Verletzungsmisere gelangt sind. Und ich denke trotzdem, dass wir das bessere Team sind gegen Ingolstadt. Dann müsst ihr das noch beweisen. Wir sind gespannt. Wir werden auf jeden Fall an den zwei Spielen ganz nah dranbleiben. Danke, dass ihr heute gekommen seid in einer sicherlich schwierigen Situation für die Mannschaft. Und die Sportarena ist damit am Ende angekommen. Für dieses Mal, kommende Woche, sehen wir uns wieder hier im Studio. Bis dahin. Servus.